Willkommen zurück bei Zocker TV und heute mit einem weiteren Video, meine Freunde. Ja, gestern Abend war es soweit. Gestern Abend ist unser Remake von Fast and Furious in GTA 5 online gegangen. Zumindest Part 1 kam gestern online, Part 2 kommt dann nächste Woche Freitag. Und ja, was soll ich sagen? Die Premiere war einfach nur krank, Leute. Es waren über 100 Leute da, teilweise 120, 130 Leute. Einfach nur krank. Danke für euren Support. Mega. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass das Video so gut angekommen ist. Und wir sind jetzt mega gespannt auf Part 2 nächste Woche Freitag. Auf jeden Fall danke, danke, danke. Das war wirklich geil, Leute. Einfach nur geil. So, und wie ihr schon seht, Spieletipps hat über unseren Film berichtet. Kam auf Facebook und jetzt auf ihrer Hauptseite. Und ja, ich werde jetzt einfach mal mir den Artikel durchlesen. Ich hatte hier ein Interview mit Spieletipps und mit ein paar Leuten von meinem Team. Und ja, wir werden jetzt mal einfach gucken, was Spieletipps denn über uns geschrieben hat, was sie berichtet haben. Und ja, vielleicht gibt es ja sogar ein paar Einblicke in den Dreh. Ich weiß nicht, wir haben auf jeden Fall ein Video gemacht, beziehungsweise ich habe ein Video gemacht und habe das dann Spieletipps geschickt. Und ja, wir werden mal sehen, ob sie vielleicht irgendwas davon benutzt haben oder keine Ahnung, ob es nur ein Text ist. Wir werden auf jeden Fall jetzt reinschauen und ja, ich wünsche euch viel Spaß und ja. Fast and Furious in GTA Online. Wir waren beim Dreh und bei der Premiere dabei. Special, okay. Ein Fan hat sich mit seiner Crew einer unglaublichen Herausforderung gestellt, den gesamten The Fast and the Furious Film in GTA Online nachzudrehen. Wir durften den Regisseur auf das Filmgelände in GTA Online begleiten und feiern mit euch die Premiere des Films im Spiel. Ja, das ist ein Bild, das ich gemacht habe von Part 5, quasi von der letzten LKW-Szene, wo der LKW halt ja, überfallen werden soll, das ja nicht so ganz funktioniert. Und ja, jetzt gucken wir mal. Autorennen, Action, Tuning. Spielerzocker TV hat mit seiner Crew den kompletten The Fast and Furious Film in GTA Online nachgedreht. Nicht schlecht. So, Kino in GTA Online. Bestimmte Szenen haben 14 Tage gebraucht. Ja, und zwar die Szene hier oben. Ihr glaubt gar nicht, wie schwierig es ist, von einem Auto auf einen LKW zu springen und vom LKW wieder aufs Auto zu springen. Während der Fahrt, Leute. Das ist echt krank. Einfach nur krank. Einfach nur krank. So, Kino in GTA Online, bestimmt ist ja dann 14 Tage gebraucht. Im Jahr 2001 lief der erste Teil von The Fast and the Furious über die Leinwand. 19 Jahre später dreht Christian alias ZockerTV 2013 den gesamten Film in GTA Online nach. Das eigentliche Gangstergeschäft des Spiels hat er nach den ersten Business-DLCs hinter sich gelassen. Der Multiplayer dient ihm seitdem ausschließlich als Filmstudio, zu dem wir ihn heute begleiten. Im Film- im Spielgeschäft ist er seit 2013 und hat unter anderem bereits das Intro aus Baywatch, die erste Folge von Knight Rider und eine eigene Serie verfilmt, mit 1:1 nachgedrehten Szenen, die mit dem Originalton versehen sind. Als großer Rennfan soll aber The Fast and the Furious sein bisher größtes Werk werden, erklärt uns der 36-jährige YouTuber, der im echten Leben als Angestellter bei der Post arbeitet. Und nein, hier fahre er vorsichtig und drifte nicht, aber das würden ihn viele fragen. Das stimmt. So. Christian setzt sich selbst einen hohen und strengen Qualitätsanspruch. Seine Filme dreht er komplett ohne Modifikationen. Er nutzt nur das, was GTA Online an Inhalten bereithält und filmt über den Rockstar-Editor in privaten Lobbys. Zwar könne man mit immensen Vorbereitungen alle Charaktere sowie Autos nacherstellen und auch passende Drehorte in GTA Online herrichten, aber bei vielen Szenen treffe man dann doch auf Einschränkungen. Während gewaltige Sturmszenen wie am Anfang von The Bourne Identity, ja, wir wollten schon mal Bourne Identity nachdrehen, deswegen weiß er das, nicht umsetzbar sein, könnte man bei anderen Szenen ein wenig tricksen. Er nennt uns ein Beispiel. Am Anfang von The Fast and the Furious verfolgen Kriminelle einen LKW auf der Autobahn, um ihn bei laufender Fahrt zu stehlen. Da dieses Feature in GTA Online nicht existiert, hat Christian für den Sprung des Schauspielers zum LKW und das Einsteigen separat einen Charakter beim Springen und Leitersteigen gefilmt, die Animationen ausgeschnitten und später ins Spiel eingefügt. Andere Dinge seien dagegen ein Klacks, wie zum Beispiel sprechende Charaktere. Hierfür müsse der Schauspieler nur ihren Text über den Ingame-Voice-Chat aufsagen, damit sich die Münder zu den entsprechenden Stellen bewegen. Später führt Christian dann einfach den Originalton ein. Für dieses Geschäft brauche es viel Trickserei, Geduld und Disziplin. Und wenn die Szene am Ende 80 Mal gedreht werden muss. Nun, 7 Monate und 150 GB Filmmaterial später, freuen sich sein 10-köpfiges Team und er auf die Premiere. Der Film soll in 6 Parts auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht werden. Jeden Freitag ein neuer um 20 Uhr. Der erste ist seit gestern online. Voller Freude präsentieren wir euch hier den ersten Part. Ja, und dann werde ich noch zitiert. Ich hoffe, der Film unterhält alle Zuschauer und lässt sie in Corona-Zeiten ein wenig den Alltag vergessen und stattdessen erleben, was mit ein wenig Geduld und Willenskraft machbar ist, wünscht Christian allen Zuschauern. Oh, es geht sogar noch weiter. Okay, drehen mit ZockerTV 2013. Viele Fehler, viele Tode, viele Lacher.
Wir treffen uns mit Peter, Teddy, Mario und Odin, ein paar Schauspieler und Produktionsassistenten aus Christians Crew. Promi-Alarm. Darsteller von Vin Diesel und Paul Walker sind auch dabei. Heute werden wir zwei Szenen nachdrehen. Der GTA Online-Regisseur ist sehr dankbar für seine Leute. Die meisten habe er über den Multiplayer oder die Gaming-Gruppen kennengelernt. Wer mitmachen will, muss voll mit dabei sein und die Sache ernst nehmen. Das sei seine Bedingung. Manche seien deswegen gegangen, andere blühen im Filmgeschäft voll auf. Als wir das Finale nachdrehen, verstehen wir, was Christian meint. Die Crew geht sehr koordiniert vor. Die Studioautos mit Logo fahren vor. Eine Rampe wird für einen Crash abgestellt. Ein Spieler positioniert einen LKW an einer Kreuzung, um den Drehort vor fahrenden NPCs abzusperren. Ein anderer begibt sich zu seinem Wachposten, um den Zug im Blick zu behalten, dessen Ankunft für die Szene entscheidend ist. Wir drehen die Szene dutzende Male, bevor sie richtig sitzt. Die Autos müssen wegen Schrammen mehrmals ausgetauscht werden. Spielfiguren, deren Klamotten zu schmutzig geworden sind und deren Verletzungen die Szenen stören, müssen gekillt werden. Hauptsache, er macht ein Ausrufezeichen hinter. Das ist halt so, wenn die Spieler in GTA ein Pfeilchen haben oder Blut im Gesicht haben, musst du die halt töten, weil sonst kriegen sie das nicht weg oder du musst halt duschen gehen oder so, weil das dauert halt zu lange. Deswegen werden die dann dauernd gekillt bei uns. müssen gekillt werden, damit sie nach dem Respawn wieder gut aussehen. Trotz der vielen Pannen und Unfälle geht es beim Dreh sehr lustig zu. Im unteren Video könnt ihr euch selbst davon überzeugen. Das können wir natürlich machen, weil das sieht bestimmt spektakulär aus, wenn wir das jetzt machen. Spektakulär. Genau, dann. Ich muss gerade kurz fragen, du stellst nämlich nicht Bruce Willis da, du stellst, wie heißt du nochmal? Memory of a Dom. Ja, Mario ist das. Du bist doch Vin Diesel, oder? Ja. Ja, klar. Genau. Wow, er steht wirklich vor mir. Krass, oh, scheiße. Also es war echt geil. Also auch Michael von Spieletipps, mega Respekt an dich. Erstmal sehr geil den Text, den du geschrieben hast. Und war auch mega lustig mit dir. Das war echt, echt lustig abends. Es gibt sogar einen feuchten Händedruck, wenn du willst. Das traue ich mich jetzt nach 2 Minuten noch nicht. Warte kurz. Alles klar. Zieh mal deinen LKW ein Stück zurück, Teddy. Ja, so ist besser. Man kann so einen Rampart nämlich so hinstellen. Christian, so, ich muss auf jeden Fall gleich noch ein Selfie mit Vin Diesel machen, aber ich halte mich zurück erstmal. So, dann let's go. Wow. Habe ich zusammen mit meinem Dad gebaut. 900 Pferde eingefärbt in ein Aggregat aus Detroit. Das ist ein Ungeheuer. Was denkst du, welche Zeit der in Palme gebraucht hat? Da bin ich überfragt. Glatte 9 Sekunden. Gott. Er ist jetzt Hausmeister in einer Highschool. Kann nur noch mit dem Bus zur Arbeit fahren. Ich habe ein lebenslängliches Verbot auf allen Rennstrecken. Ihr müsst wissen, Leute, wir haben das jetzt in der Party gedreht. Wenn ihr von der Party in den Spielchat wechselt, dann bewegen sich auch die Münder. Aber wir haben es jetzt fürs Interview haben wir es jetzt nicht gemacht. Wir haben einfach nur auf die Schnelle halt mal versucht, die Szene nachzustellen. Deswegen ist es jetzt auch nicht ganz perfekt, ne? Also im fertigen Film später werdet ihr sehen, dass es richtig geil aussieht. Aber naja, jetzt habt ihr auf jeden Fall mal einen Einblick, wie das Ganze so abläuft. Für mich zählen bloß noch die vierte Meilenrennen. Alles andere ist mir egal. Die Hypothek, der Laden oder mein Team und der ganze Müll, den die verzapfen. Nur in diesen knapp 10 Sekunden bin ich frei. Hast du gut, sehr cool. Hast du gut gesprochen, dein Text. Nicht schlecht. Besser als beim richtigen Dreh. Das stimmt allerdings. Fall los. Ja, okay, die Szene ist natürlich bei... Wir sind jetzt bald auf der Höhe ungefähr. Ne? Ja. Die Szene ist natürlich bei Tag eigentlich. Ne? Aber weil wir jetzt halt im Interview waren und nicht jetzt die ganze Zeit warten wollten, weil es in der Lobby halt dauert, bis der Tag anfängt, haben wir es einfach mal bei Nacht angefangen. Ist ja egal. Hauptsache, man sieht mal, wie es abläuft. Ah, hat nicht ganz funktioniert, aber gut, egal, bin zufrieden. Der Zug war noch weit weg. Und schwupp! Ah, ich hab die Laterne mal wieder, müsste es besser passen, komm. Komm, gib Gas, damit wir ungefähr gleich sind. Warte, bremst den Stecker ab. Hä, hey, wo ist er? Na, ist schon. Der hier. Lol, okay. Das hat jetzt, das hat jetzt mega gepasst. Wieder zu schnell, wieso sind wir so zu schnell? Wir müssen noch weiter hinten stehen. Ja, weil ich bin noch da vorne an der anderen Halte. Boah, also, Mario Schranke. Fast bis zum komischen Kraftwerk hier. Also, das ist ein bisschen zu ja, hart. Ja, Entschuldigung. Fast bis in Silos, ey. Das Auto hat halt Nos drin. Das kommt auch schon mal vor, Michael. Dann, wenn Mario zu weit fliegt, dann gefällt mir das auch nicht, weil es dann zu unnatürlich wirkt. Dann sah ich auch wieder neu. Also.
Mario, du fliegst zu weit. Ja, Entschuldigung, du fliegst nicht schön genug. Jetzt werde ich auch noch. Ich kenne ihn nur 5 Minuten, jetzt werde ich auch noch von Ihnen angeschrien. Ja, moin. Nee, 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 das ist halt Real Talk, ist echt so. Oh, schnell, schnell, schnell. Das ist zu langsam. Oh, Suretto. Oh, Suretto. dieser scheiß NPC, Mann. Das macht echt mega Laune, mit meinem Team zu drehen. Das ist immer lustig, jedes Mal. Ja, der hat uns das Bild jetzt versaut, ehrlich gesagt. Ja, so, wenn wir gerade Zeit haben, Vin Diesel, warte kurz. Oh, okay. Selfie. Hauptsache mit Vin Diesel wird Selfie gemacht, ey. Das wird bestimmt, oh Gott, das wird auch bestimmt dein Titelbild, ne? Vin Diesel, ne? Ja, vielleicht. Oh nee, vielleicht, echt jetzt? Nein, das war ein Scherz. Warte. Willst du nicht lieber ein Selfie mit mir und mein Auto? Nee, das glauben die mir nie, das ist Vin Diesel. Und los. Oh ja, okay, toll, jetzt ist er so los. Die scheiß NPCs. Warte. Wieder zu schnell. Ja. Mal kurz abbremsen. Oh, wo fliegt er denn hin? Oh, Junge, Toretto, was ist los mit dir? Mein Heck ist, nein, ich hab keinen Fleck am Auge, Mann. Sicher? Lass mich in Ruhe! Das kommt hier nur wieder auch nochmal vor, Michael, ne? Wenn ich dann sehe, dass so ein Darsteller hier ein blaues Auge hat oder so, dann wird der ein paar Mal gekillt, bis das Auge weg ist. Ja. Darf ich dich zitieren? Darf ich dich zitieren? Darfst du gerne tun. So, Take 6. Ja, Take 6. Ist das schon Take 6? Weiß ich nicht. Ich habe aufgehört zu zählen. Ihr seht, es ist mittlerweile wieder Tag geworden, geht. Das hat etliche Male gedauert. Ich hab gesagt, warte, was ist zu früh? So, jetzt zieh durch. Vielleicht passt es noch, aber. Das sah gut aus. Das sah geil aus. Schön. Jetzt müsst ihr abbremsen, Mario. Tag. Und er fährt volle Kanne rauf. Boah, er fliegt ja weiter als ich fahre. Ich wünsche euch noch sehr viel Erfolg mit dem Projekt. Ich behalte das gerne weiter auch im Blick und freue mich auch vor allem auf den 18.12., wenn euer Baby dann sein Finale hat. Ja. Und Christian soll am Samstag nett zu euch sein. Na klar, wie immer. Wie immer, ne? Und Vin Diesel, es war mir eine Ehre. Ja, mir auch. Bin ein kleiner Fanboy, was das angeht, ne? Also, ja, alles gut. Hier kriegst du noch ein Autogramm hier. Oh. Gottes Willen. Ja, geil. Cooles Video, echt cooles Video, muss ich sagen. Ist geil geworden. Ja, jetzt habt ihr mal so ein bisschen Einblick gehabt, wie das Ganze so bei uns abläuft. Und ja, der Artikel ist auch mega geworden. Danke nochmal, Michael, dafür, dass du das so geil gemacht hast, auf jeden Fall. Und ja, ich freue mich, dass es so gut ankommt bei euch. Und würde sagen, wir sehen uns dann spätestens am Sonntag im Livestream oder halt nächste Woche Freitag zum zweiten Teil von unserem Fast & Furious Film. Und ja, ich bin an dieser Stelle raus, Leute. Macht's gut, habt mal einen schönen Tag und ciao.